Wenn Norbert Böhmer früh morgens auf der Weide nach dem Rechten sehen will, begrüßen ihn erstmal die Hunde. Sie beschützen seine Rinder Tag und Nacht vor Wölfen. Norbert Böhmer ist Biolandwirt aus Leidenschaft. Die Tiere sind sein ganzer Stolz. An nichts soll es ihnen fehlen. Ja, ich sag mal, die haben es doch schon recht schön. Sind das ganze Jahr außen. Im Winter haben sie einen Offenlaufstall mit Stroh eingestreut. Können sie immer frei bewegen, immer frische Luft, können den ganzen Tag machen, was sie wollen. Also ich denke, mehr Anspruch kann man ihnen nicht mehr geben. Den Hof der Familie in Schrenkersberg im Landkreis Bayreuth gibt es bereits seit dem 18. Jahrhundert. Generation für Generation hat hier ihr Herzblut in die Landwirtschaft gesteckt. Aber wie es nach ihm weitergehen soll, weiß Norbert Böhmer nicht. Ich habe zwei Mädels, aber die wollen den Hof nicht weitermachen. Das ist irgendwo sein Lebenswerk. Und man kann das Lebenswerk über Bord schmeißen, über Nacht. Oder man sagt, gut, ich informiere mich und schaue, dass es irgendwie weitergeht und suche mir einen Partner. Ein Landwirt aus der Region in Sorge um die Zukunft. Einsatz für Marion Deinlein. Sie ist in Oberfranken unterwegs als Heimatentwicklerin. Ich glaube, das ist so eine Hebamme für gute Ideen. Also ich glaube, dass die meisten wirklich aktiven Menschen schon ihre Ideen im Kopf haben. Aber oft fehlt so dieser Geburtshelfer, der da von außen irgendwie noch mal so sagen kann, da fehlt noch was und da müssen wir noch ein wenig. Und ich kenne da jemanden, der kann dir damit helfen. Und das ist wie so eine kleine Hebamme. Morgen, Norbert. Moin, Marion. Marion Deinlein ist in der Region bestens vernetzt. Mit ihren Kontakten will sie Norbert Böhmer dabei helfen, einen Geschäftspartner zu finden, damit sein Hof eine Zukunft hat. Die Heimatentwicklerin ist immer auf der Suche nach frischen Ideen für das Leben auf dem Land. Wie die Dorfladenbox bei Oberndsees im Landkreis Bayreuth. Der nächste Supermarkt ist 10 Kilometer weit weg. Rund um die Uhr ist das Einkaufen im Container möglich. 250 verschiedene Produkte, alle aus der Region. Marion Deinlein hat Betreiber Julius Stinzing mit den heimischen Erzeugern zusammengebracht. Nach alkoholfreiem Bier wurde auch schon gefragt. Okay. Weißt du, wo man da vielleicht was herkriegen könnte? Werde ich den Urban Winkler vielleicht auch mal anrufen? Mhm. Ne? Dass man, den könnten wir mal anhauen. Dass ich euch verbinden kann, einfach über danach. Aber da kann ich dir gerne einen Kontakt machen. Hier bündelt man halt wahnsinnig viele Erzeuger einfach. Ich glaube, 25 oder 30 Erzeuger sind hier jetzt drin. Und die Produktvielfalt, die lässt ja praktisch keinen Wunsch offen. So ist das eine super Lösung für den ländlichen Raum. Noch nicht so konkret das neueste Projekt von Marion Deinlein. In der alten Grundschule in Plankenfels zwischen Bayreuth und Bamberg findet seit Jahren kein Unterricht mehr statt. Doch das Haus hat Potenzial, sagt die Heimatentwicklerin. Sie träumt von einer neuen Begegnungsstätte im Ort. Aus der Dorfschule soll eine Genussschule werden. Genuss, weil das Genießen ja so viel sein kann. Es kann Musik sein, es kann ein gutes Buch sein, das ist natürlich eine gute Tasse Kaffee. Aber das ist auch dieses Miteinander, dieses sich treffen. Und da kann ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen können hier stattfinden, wo wieder Menschen zusammenkommen. Zum Treffpunkt ist die Dorfschule eigentlich schon geworden. Ein Klassenzimmer weiter ist eine Kaffeerösterei eingezogen. Im selben Raum schreiben Literaturbegeisterte an Geschichten aus der Region. Das Thema Heimat bringt alle zusammen. Also Heimat ist wie Suppe. Je nachdem, was ich als Koch reinlege, ist sie entweder super fad, wenn ich mir gar keine Mühe gebe. Oder ich sage, ich gestalte die einfach mit und dann ist die super. Bei der Suche nach einem Hofnachfolger für den Biobauern Norbert Böhmer war Marion Deinlein unterdessen erfolgreich. Der Landwirt hat Verstärkung bekommen. Stefan Hauer lebt nur 20 Kilometer entfernt. Der junge Quereinsteiger züchtet schottische Hochlandrinder und sucht schon seit längerem einen Hof mit Perspektive. Die beiden arbeiten nun eng zusammen.
Also, dass wir ein gutes Team sind, haben wir, glaube ich, also ich für meinen Teil zumindest von Tag 1 gespürt, weil es einfach vom Menschlichen, von der Chemie, wie es so schön heißt, passt und auch von den Vorstellungen und Werten, die wir haben. Das ist einfach, wir ziehen an einem Strang und so muss es sein. Ja, profitieren kann ich auf jeden Fall davon. Schon alleine von Online-Shop und auch von den neuen Ideen, die er auf dem Hof auch mit hergebracht hat, zum Beispiel. Auf dem Hof weht ein frischer Wind. Heimatentwicklerin Marion Deinlein hat die beiden Oberfranken zusammengebracht. Mit etwas Glück ist damit die Zukunft des landwirtschaftlichen Betriebs in Schrenkersberg gesichert. Ja.